Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Freunde, heute wird es ein neues What We Eat in a Day geben in der Diät an einem speziellen Tag. Was? Was? Was für Trainingstag? Hast du gesagt? Was? Was hast du gesagt? An einem Trainingstag? Nein, an dem Tag, wo Papa Geburtstag hat, aber das hat ja nichts mit den Kalorien zu tun. Und jetzt, Freunde, seht ihr, warum ich der Lieblingssohn bin. Wir essen an Trainingstagen ein bisschen mehr als an Nicht-Trainingstagen, deswegen habe ich das gesagt. Ja, aber es geht eigentlich vor allem darum, wie ihr in der Diät easy peasy auf Geburtstage könnt, euch nicht stressen solltet und wie wir das Ganze machen, wenn sowas bei uns ansteht. Deswegen vorm Training erstmal einen Booster rein scheppern. Jetzt wird richtig zerfetzt, richtig nice. Und let's go. Leute, wir haben jetzt eine Kameratasche. Arthur wollte, dass ich das filme. Genau, eine Kameratasche. Ja. Wir haben die geholt, weil die ist viel praktischer einfach. Ja, wir haben sonst so eine große und dann und, passt die Kamera. Am Prime Day haben wir noch zugelangt hier. Eine Apple Watch haben wir uns auch gehört, Freunde. Eine Apfeluhr geholt. Super gut. Super gut. Aber es ist noch viel zu kompliziert. Ich fühle mich wie so ein Opa, wenn ich die benutze, weil ich gar nicht klarkomme. Ja, Mann. Ich brauche doch nur die Uhr, mehr brauche ich nicht. Wir müssen unsere Kamera noch zur Reparatur geben. Wir benutzen gerade die von Marc, Ehre. Liebe geht raus, Marc. Freunde, jetzt werden Hamstrings und Back trainiert. Ja, Mann, wir haben nämlich einen neuen Plan. Dazu kommen wir bestimmt noch näher heute irgendwann. Ja. Aber Intra-Workout haben wir auf jeden Fall uns was Schönes vorbereitet. 30 Gramm Clearway und 25 Gramm Wachsmalstärke und nochmal 3 bis 4 Gramm Citrullin und 5 Gramm Kreatin. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ab ins Gym. Training ist durchgezogen, war extrem, extrem hart, aber es macht einfach so Laune aktuell, das Training. Es ist einfach, es ballert zwar hart rein, aber es macht Spaß. Und nach dem Training gibt es wie immer 60 Gramm Whey. Ich glaube, das Mikrofon ist nicht richtig dran, deswegen bin ich hier kurz am Justieren, Freunde. Sorry. Bisschen Angst, ich halte es so fest. 60 Gramm Whey. Geschmack. Salted Caramel, Freunde. Ja, Mann. Gönnt euch den ersten Link in der Beschreibung mit dem Code Engel, spart ihr ordentlich Kohle und supportet uns, wenn ihr den Link benutzt. Hier, lecker tasty Whey Protein. Dann gibt es gleich die erste Mahlzeit. Toller Tag. Und dann geht's auch schon zu Papa. Papa. Und zu Fam. Ja, Mann. Die Leute, die uns schon länger verfolgen, wissen, dass wir mit Geschenken immer ein bisschen später am Start sind. Wir haben schon was bestellt, dank Saskia, weil man muss ganz ehrlich sagen, wir haben vergessen zu nicht also wir wussten, was wir bestellen, aber wir haben es vergessen zu bestellen und deswegen hat sich das verzögert, aber wir wollen das Geschenk eh schenken, wenn Rigi und Niklas da sind, weil wir schenken das zusammen. Dafür gibt es vorher Semichki als Geschenk. Feinste Semichki von Gin, von Avocado und dazu noch Kekse. Weil er hat einen süßen Zahn. Er hat einen süßen Zahn, er mag Semichki. Und ich denke, er wird sich auch freuen. Findet ihr in der Beschreibung, die Dinger. Schauen wir mal. No at all. Just the unpaid source where we have this from, you know? Yeah. It's a friend of us. Yeah, it's a friend, man. Let's go. Hallo, euer Lieblingssohn und die anderen sind da. Ich bin der Lieblingssohn. Die anderen sind das von Arthur. Wo ist denn das Geburtstagskind? Du bist nicht das Geburtstagskind. Nein. Na, ist klar? Ja. Wo ist der Papa? Hallo. Hä? Drauf. Ui. Einmal ausgesperrt. Ich hab keine Schuhe gesehen. Nicht schwer, oder? Nee. Warte. Du bist erstmal unwichtig. Alles Gute zum Geburtstag. Papa, danke, guck mal. Danke. Guck mal, das ist dein Geschenk. Alles Gute, Papa. Danke. Semichki. Aha. Und Kekse. Cool. Ein richtiges Geschenk kommt noch. Deswegen das. Was machst du da, Papa? Grill an? Grill an. Grillen wir? No. Sehr geil. So, Freunde, es ist gerade nämlich, wie viel Uhr ist es, Papa? 5:30, ne?
Halb sechs. Es ist halb sechs und wir haben erst ein Check drin, Papa. Noch gar nichts gegessen, damit nur wir jetzt essen können. Nur ein Check, damit wir jetzt nicht reinessen können. Also das machen wir immer so. Das machen wir immer so, wenn wir in einer Diät sind oder so. Dann, damit man beim Geburtstag einfach mehr essen kann, sparen wir uns die Kalorien auf und dann Aber Papa weiß das ja, ne? Der kennt es. Ja. Hallo Benjamin. Guten Tag. Drehen wir bald mal wieder ein Video. Ja. Ja? Aber wieso haben wir noch schon lange kein Video mehr gedreht? Schule. Was wünscht ihr euch von dem? Was wünscht ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch von dem Burschen mit dem Video wünscht mit uns. Ferien dann wird produziert, ne? Ich sehe schon, komm. Benny, was sollen wir drehen? Ich weiß es nicht. Ja, schlecht. Also Freunde, wenn ihr ein Video mit Bench sehen wollt, dann schreibt sehr gerne in die Kommentare, dann machen wir das auch. Was machst du, Mama? Freunde, Akroschka wird es jetzt für Willi und mich geben. Sehr, sehr geile Mahlzeit, sehr viel Flüssigkeit. Ist ein bisschen was mit Kalorien drin, aber das werden wir auch tracken. Hier zum Beispiel so Fleischwurst ist davon jetzt hier nicht drin. Mal Kartoffeln. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas kennt. Das ist quasi, das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht nicht so nice an, aber man kann es so kategorisieren zu kalter Suppe. Also nicht wie eine Suppe, die kalt ist, also die kalt geworden ist, sondern einfach eine kalte Suppe, so ein Mix mit einem Salat. Also schmeckt richtig heftig geil. Und ich denke, wenn man da unvoreingenommen reingeht, dann wird man es auch safe mögen, solange man halt die Ingredients mag und da sind halt eigentlich nur... So eine Salatsuppe. Das heißt, so eine Salatsuppe, also schmeckt wirklich heftig. Das ist eigentlich keine Suppe. Nee, eigentlich nicht. Ich bin damit aufgewachsen, deswegen fand ich das halt übel. Und das Lustige ist, immer wenn Mama diese Akroschka macht, immer, also ohne Witz, direkt der Tag danach ist sofort kühl, auch wenn es 5000 Grad war, wenn Mama Akroschka macht, ist es am nächsten Tag Regen und 20 Grad Maximum. Ja Mann, Freunde, und hier sind Radieschen, Gurke, Kartoffeln, Lauchzwiebel, bisschen, Schnittlauch, bisschen Wurst, Ei, Essig, Mineralwasser und bisschen Schuss Milch, oder? Eiland. Inshallah. Freunde, wir haben auch wieder mal Bock, Nationalitätenessen zu machen. Mhm. Haben an Albanisch gedacht, oder war Albanisch, was wir gedacht haben? Ja, irgendwie sowas. Ja, Mann. Türkisch haben wir ja schon. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da auch Bock drauf habt. Eight coffee a day keeps the sleep away. Was machst du, Willi? Bruder, das ist einfach zu heiß. Ja, zu heiß. Guck mal, schön hier. Genau. Wie bei Burger King macht er das. Salat muss auch mitgenommen werden. Salat auch sehr wichtig, vor allem wenn sowas am Start ist, immer schön rein damit und im Bauch voll zu machen, ne? Ja, freilich. Ja, freilich. Da noch ein Stück Fleisch dazu. Ein Stückchen Fleisch dazu, Freunde, und ich werde das Ganze jetzt nicht aufwiegen oder sonstiges. Ich werde das Ganze einfach schätzen. Ich denke, das sind ungefähr 120 Gramm, wenn man die Knochen abzieht. Und was ich auch mache, Benny, du magst doch diese Haut hier, ne? Jo. Ich gebe die Haut Benny, weil das hier am meisten Fett hat. Wäre ich jetzt im Aufbau, würde ich das safe essen, weil ich das eigentlich auch übertrieben liebe. Ja, Mann. Aber jetzt werde ich es einfach abmachen, Benny geben. Das Gegrillte ist einigermaßen gerettet worden, auch wenn es echt heftig am Brennen war. Aber erstmal mache ich hier einen Taste-Check. Sieht schön zart aus. Sieht schon, hier sieht man auch, ist schon recht fettig. Hier kann man theoretisch abschneiden, wenn man will. Man kann sie natürlich auch davor... Anderes Fleisch schon, ja, aber das ist halt genau. Viel zu lecker. Ja. Chuck, chuck. Dieser Mensch, der das gegrillt hat, Chapeau. Läuft schon? Läuft. Okay. Hey Siri, Taschenlampe. Sie ist an. So, ich glaube jetzt ist besser vom Licht, oder? Das ist einfach nett. Freunde, es gibt jetzt einen sehr, sehr geilen Kuchen, mein Lieblingskuchen, den Geburtstagskuchen, den Mama immer macht. Die haben hier ungefähr 100 Gramm, also es hat schon viele Kalorien, aber wir werden nicht übertreiben, wir werden jetzt ein Stück essen, das werden wir voll genießen. Wir könnten theoretisch noch so eine richtig krasse Soße drauf machen, das ist gezuckerte Kondensmilch mit, ja, heftigen Taste, die wird nochmal drüber kommen, aber machen wir nicht, auch wenn ich es wollen würde, sparen wir heute ein. Das werden wir uns jetzt erstmal hier genehmigen, hier zack. Ja, Freunde, Taste Test. Der ist so smooth, ne? Du darfst reden, immer wieder. Ja?
Aber du hast doch gesagt, ich darf noch hin. Nee, das habe ich gar nicht gesagt. Nein. Freunde, wir sind zu Hause angekommen und ich mache uns gerade die letzte Mahlzeit ready. Was war das denn? Ja, ich, also... Na, aber du hast nicht so gemacht, oder so gemacht. Ja, genau, weil es ist eigentlich, also es ist... Also es ist eigentlich keine wirkliche Mahlzeit, es ist einfach jetzt ein Shake und ein Protein-Snack. Aber an sich ist es trotzdem eine Mahlzeit, deswegen genau. Weißt du, deswegen war es nicht nur ja, so, okay. So. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist nämlich, wenn ihr auswärts esst und es, sag ich mal, nicht so krass übertreibt, dann kommt ihr sogar noch easy peasy auf eure Makronährstoffe und auf eure Kalorien. Am Ende des Tages, wir werden natürlich noch einen schönen Layout-Bar gönnen im Geschmack Chocolate Sandy. Natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ihr trotzdem, klar, man ist auf einem Geburtstag, klar, man geht ins Restaurant und so, man muss deswegen nicht einfach übertreiben und komplett reinhauen, alles nehmen, was geht. Wir haben zum Beispiel beim Fleisch, wie Willi auch gesagt hat, die Haut abgemacht, einfach geguckt, so Kleinigkeiten gemacht und wir blenden euch mal hier die Nährwerte ein für heute. Also wir haben quasi fast alles getroffen, sogar weniger Kohlenhydrate, als wir wollten, aber weil wir nicht alles abgewogen haben, haben wir da so einen kleinen Puffer. Eine Sache noch, die wir nicht getrackt haben, Sandwich Key, das sind auch noch mal ein paar Fats. Deswegen haben wir heute ein bisschen mehr Fett gegessen, minimal. Ein genau, ja. Bisschen weniger Kohlenhydrate. Morgen machen wir das genau umgekehrt, dass wir genau. Ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen, aber weniger Fett. Long story short, es kommt immer drauf an, Freunde. Das Ding ist, man kann alles essen, man kann auch so abnehmen, egal womit. Also ihr seht es an uns, wir essen relativ häufig, sage ich mal, ein bisschen fettiger, ein bisschen mehr Kalorien, wenn ihr uns verfolgt. Aber wir sind trotzdem kontinuierlich am Diäten, am Abnehmen. Und wir werden, denke ich, auch am Ende der Diät einen schönen Vor-Update machen, damit ihr auch sehen könnt, was sich da getan hat. 100%ig, Freunde. Bei uns geht es darum, einfach das Ganze in sein Lifestyle integrieren zu können, nicht zu strikt leben zu müssen, nicht mehr rausgehen zu können, nicht mehr bei einem Geburtstag normal essen zu können. Bei uns dreht sich alles um den Sport, aber auch um den Lifestyle. Es ist einfach so eine Verbindung, die genau. Wir bei uns machen. Nicht, dass man irgendwie den Sport über sein Lifestyle stellt, sondern das ist ungefähr auf einer gleichen Ebene. Ja, also ich wir lieben unser Leben, aber wir lieben auch den Sport. Genau, und aber wir kombinieren das Ganze. Gut. Und genau. Es passt so. Und ich würde sagen, falls das Video gefallen hat, wir uns über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar und über ein Abo. Und ich würde sagen, bis nächstes Mal. Peace.